Jo, und willkommen zurück zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Duellanten Challenge. Meine Damen und Herren, wir versuchen es heute erneut, den guten Marcel Bonaparte in einem Duell zu besiegen. Und ja, wir treffen mal wieder auf Exodia. Wird auf jeden Fall spannend, ob wir es dieses Mal schaffen, zu verhindern, dass er alle Teile zusammensammelt. Ich würde sagen, wir gehen First oder Second, ist jetzt die Frage. Das Ding ist, wenn wir Second gehen, dann wird er anfangen, Herz des Unterlegenen hinlegen und dann kann er wieder seine ganzen Karten ziehen. Wenn ich jetzt First gehe, dann kann ich zuerst ein Monster beschwören, dann ist er dran, dann bin ich wieder dran und spätestens, ja gut, ich glaube, in diesem Fall ist es ausnahmsweise tatsächlich mal sinnvoller, First zu gehen in Legacy of the Duelist, weil dann hat er weniger Möglichkeiten, seine ganzen Exodia-Karten zusammenzuziehen. Wir müssen dennoch hoffen, dass er einfach nicht wieder dreimal Herz des Unterlegenen hinklatscht. Ich würde sagen, wir rufen unseren goldenen Emporkömmling Ninja und wir benutzen seinen Effekt und werfen unsere Falle ab und holen natürlich Ninja Großmeister Hanzo im Verteidigungsmodus. Das bedeutet, wir können uns ein Ninja-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Und zwar nehmen wir noch einen goldenen. Nehmen wir den Kollegen hier. Der kann ganz gut kommen gegen sein Deck. Dann spielen wir unsere Karte verdeckt und beenden unseren Zug. Wir gehen hier auf keinen Rang 4, wir setzen auf die Ninjutsu-Kunst der Verwandlung. So, dann wollen wir doch mal sehen, was der Kollege zu bieten hat. Da dürfte auf jeden Fall ein knackiger Beatstick kommen, 2000 ATK, das war so klar, war zu erwarten. Auf den Emporkömmling Ninja, da würde ich sagen, aktivieren wir unsere Kunst der Verwandlung auf ihn und rufen den weißen. Aber wir müssen den finsteren Seamorg. Gut, dann rufen wir den finsteren Seamorg vom Deck. Wir haben ja noch einen auf der Hand. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt wird der Hanzo angreifen, dann ist der halt weg. Was soll's, was soll man dagegen machen? V-Kalz-Kanone zweimal. Erlaubt es ihm, eine offene Zauber oder Falle zu zerstören. Das war's mit unserem Seamorg. Perfekt. Okay. Den wollte ich nämlich eigentlich beschwören. Den Ninja des Weißen Drachen. Das sieht jetzt wieder gar nicht gut aus. Ich würde sagen, wir spielen unsere Ninja verdeckt und beenden unseren Zug, weil wenn der durch Kampf zerstört wird, haben wir immerhin Wind und Finsternis im Friedhof. Das bedeutet, wir können Seamorg dann erneut beschwören. Und sparen uns den Raigeki für irgendetwas ganz, ganz Schlimmes. Das sind natürlich auch jetzt zwei Monster, die auf jeden Fall Druck machen mit 1,9 und 2000. Aber das Ding ist, bei seinem Deck, solange er Herz des Unterlegenen nicht zieht, haben wir eigentlich freie Fahrt. Sobald wir einen Beatstick haben, der stark genug ist, kommt er ja nie wieder über uns drüber. Ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich würde an der Stelle den finsteren Seamorg und natürlich ihn hier, weil er Wind ist, verbannen. Und dann beschwören wir den zweiten finsteren Seamorg von unserer Hand. Und ja, die Frage ist jetzt, Raigeki oder nicht? Ich würde sogar sagen, ja. Also eigentlich ist das jetzt sinnlos, ne? Weil wir könnten einfach angreifen und das wäre kein Problem. Aber auf der anderen Seite, vielleicht beschwört er auch Rang 4 Monster. Und auf der anderen Seite wiederum, ich will ihm nicht zu viel Zeit geben. Also das Duell ist auch so ein bisschen ein Kampf gegen die Zeit. Weil sobald er, sag ich mal, mindestens zwei Kopien von Herz des Unterlegenen auf dem Feld hat, wird es sehr, sehr schwer, dagegen noch anzukommen, weil er innerhalb von einem Zug die Exodia haben wird. Der gefräßige Angreifer im Angriffsmodus, ich meine, er ist ja auch nicht der gefräßige Verteidiger. Und wir ziehen die ganze Zeit diese Ninjutsu-Kunstkarten, die ja an sich gar nicht mal schlecht sind, aber halt nichts bringen, wenn wir kein Ninja-Monster auf dem Feld haben. Egal, wir greifen an, 800 Schaden, beenden unseren Zug. Und das ist jetzt eine sehr, sehr gute Position für uns. Ich hoffe mal, dass wir gleich einfach noch einen dicken Beatstick ziehen. Okay, nochmal der gefräßige Angreifer. Easy, okay. Dann ziehen wir noch eine Karte. Ey, komm. Irgendwas Beschwörbares oder so.
Naja, gut. 800 Schaden. Und wir beenden unseren Zug. Also ich muss sagen, man sieht ja, sobald man im Early Game die Kontrolle hat, ist es relativ leicht, gegen ihn zu gewinnen. Ne? Wenn er Herz des Unterlegenen nicht hat und innerhalb von einem Zug die Exodia zieht. Also man muss sagen, letztes Mal, ne, für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, schaut es euch an, da hatte er ja auf der Starthand dreimal Herz des Unterlegenen. Das ist dann natürlich auch crazy, wenn du in der Draw-Phase für jedes normale Monster drei Karten ziehen kannst und dein Deck besteht aus normalen Monstern, dann hast du natürlich schnell die Exodia. Aber so, wenn du früh die Kontrolle hast, wenn du früh einen großen Beatstick hast, dann macht er halt nicht viel, weil... Was soll er machen? Seine 1-9er beschwören. Du rennst halt immer wieder drüber. Er macht ja sonst nichts. Ich muss aber sagen, es triggert mich ein bisschen, dass wir hier so viele Fallenkarten haben, die wir nicht aktivieren können. Da kommt der Kiyonshi-Meister. Langsam gehen die 1-9er aus. Das ist jetzt ein nerviges Ding. Fusion zu dem ersten Drachen. Stimmt, damit hat es letztes Mal angefangen. Das Nervige ist, der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Das bedeutet... Ja... Ich kann jetzt Safe Zone machen, dann wird Finsterer Simorgh auch nicht zerstört, aber in der Endphase kann er mit Focals Kanone Safe Zone zerstören. Also es macht eigentlich keinen Unterschied. Ach ja, genau, er konnte die normalen Monster die ganze Zeit übrigens auch gar nicht verdeckt spielen, weil Finsterer Simorgh sagt, dass er keine Karten setzen kann. Das kommt dazu. Dimensionsgefängnis ist natürlich eine gute Fallenkarte, um den ersten Drachen loszuwerden. Also ich hoffe, der kann getargetet werden. Okay, ja, die ist nur von Monstern unberührt. Ja, okay, wir können den loswerden, aber wir bräuchten jetzt wirklich noch irgendein Ninja-Monster. Also wirklich irgendeins nur. Und dann können wir eine Menge Sachen machen, aber wir brauchen ein Ninja-Monster. Ansonsten wird das hier nichts mehr. Deswegen, das wäre jetzt ganz gut. Egal was, Hauptsache es hat Ninja im Namen. Ich meine, wir haben noch dreimal Schlag-Ninja, wir haben noch zweimal Hanzo, wir haben noch zweimal den Upstart-Ninja, da ist schon noch ein bisschen was in dem Deck. Also komm, gib mir was, was man normal beschwören kann und was Ninja im Namen hat. Safe Zone. Freunde, es wird nicht besser. Es kann wirklich sein, dass wir das Ding hier noch verlieren. Ne? Wenn er jetzt noch einen Beatstick beschwört, noch ein 1-9er, das sind gleich 3-5 Schaden. Dann sind wir bei 900. Dann ist ein schreckliches Feuer-Game, ne? Muss man sagen. 1600. Ein Drache, der durch Zauberei wiederbelebt wurde. Sein Atem ist stark ätzend. Ja, also ätzend finde ich die Situation hier auch. Was ziehen wir? Endlich, Junge. Junge, maskierter Ninja Ebisu. Das wurde aber auch Zeit. So, dann aktivieren wir unsere Ninjitsu-Kunst der Verwandlung. Wir opfern unseren Ebisu. Und beschwören Schwarzflügel Zephyrus die Elite. Ah, ja, okay. Ja, was sollen wir sonst machen? Wir können Safe Zone aktivieren auf ihn, dann kann er nicht durch Kampf zerstört werden. Da sind wir schon mal für einen Zug sicher und können schon mal seinen Zombie-Drachen loswerden. Nächsten Zug wird er mit Focals Kanone den zerstören und wir können ihn aber zurückholen, indem wir eine offene Karte auf die Hand zurückgeben. Da ist der Alexandrit-Drache, der wird reinrennen, 400 Schaden machen. Ja, der wird aber nicht zerstört. Der wird aber jetzt in der Endphase zerstört. Okay, nein, macht das nicht. Ach, nur falls die in dem Zug aktiviert wurde. Das ändert natürlich alles. Drache, Dinosaurier oder Seeschlange als Spezialbeschreibung vom Deck. Ja, weil wir die beide auf der Hand haben, geht das nicht. Haben wir zwei Finsternismonster im Friedhof? Wir haben, ja, haben wir. Okay, perfekt. Ey, ich hätte niemals gedacht, dass das mal passiert, aber Schlag-Ninja. Wobei, wir brauchen es eigentlich so gar nicht. Schlag-Ninja könnten wir jetzt halt im nächsten gegnerischen Zug verbannen, damit er einen Zug überlebt. Zephyrus überlebt eh wegen sichere Zone. Dann können wir beide opfern und haben eine Tribute Summon. Aber wir haben natürlich auch ein Extra-Deck, meine Damen und Herren. Schwarzes Maisschiff. Spezial beschworen. Ne, die sind ja normal beschworen. Was macht der hier? Ja. Sag ich euch, wie es ist. Da ist das schwarze Maisschiff eigentlich schon mit die beste Wahl. Weil das wird das gegnerische Monster los und macht halt 1000 Schaden. Ist jetzt... Ja. Ist jetzt nicht so krass, aber immerhin liegt er dann da mit 2-1 in der extra Monsterzone. Und dann benutzen wir den Effekt und hängen Zephyrus die Elite ab.
legen den auf den Friedhof. 1000 Schaden. Hat der Gegner noch 1,9. Jetzt können wir Zephyrus benutzen. Können die Kunst auf die Hand geben. Nein. Und beschwören Zephyrus im Angriffsmodus. 400 Schaden allerdings für uns. Ja, und dann können wir mit ihm angreifen. Dann hat er jetzt wirklich noch 300 Lebenspunkte. Also Exodia wird es nicht mehr, ne? Das wird jetzt entweder in seinem oder in meinem nächsten Zug entschieden. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, in welche Richtung sich das hier noch entwickelt. Ob er jetzt noch ein Comeback hinlegt oder nicht. Nein, tatsächlich nicht. Ich meine, wir hätten noch eine Safe Zone gehabt. Also wäre auch schwierig geworden. Aber gut, dann Normal Summon Hanzo. Endlich mal Normal Summon. Das bedeutet, wir können uns eine Ninjutsu-Kunstkarte suchen. Bringen beide nichts mehr, weil wir keine Targets mehr haben. Was auch ein bisschen schade ist, muss ich ehrlich gestehen. Also wir haben echt die ganzen Bricks gezogen. Aber, ja gut. Ziehen wir es jetzt nicht weiter in die Länge. Greifen wir mit Hanzo an. Boom! Erstes Duell im Sack, meine Damen und Herren. Jetzt kommt das zweite. Wir spielen natürlich Best of Three, nicht vergessen. Und ich muss sagen, Anfang ist, glaube ich, gut. Anfang ist, glaube ich, gut. Aber wir können es eh nicht entscheiden. Wir werden aber gezwungen anzufangen. Okay. Gut. Kann man machen. Schlagninja, Ebisu, Spiegelkraft und beide Ninjutsu-Künste. Ich würde sagen, wir rufen unseren Schlagninja. Und dann spielen wir drei Karten verdeckt. Ich gehe mal jetzt schwer davon aus, dass er, wenn wir schon bei dem Wort sind, keinen schweren Sturm oder Harpyen Fleder bespielt. Ja, egal was jetzt passiert, wir können eine Kunst aktivieren. Und wir können ja mit Spiegelkraft theoretisch noch ein paar Angriffe blocken. Oh, Fusion. Okay. Okay, 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 okay. Ja, da kommt der erste Drache. Der erste von allen quasi. Ja. Da muss ich mal ganz kurz etwas lesen. Wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, verbanne das Monster. Okay, egal wie die Karte das Spielfeld verlässt. Das ist natürlich nervig. Ja, wir aktivieren Ninjutsu-Kunst der Supertransformation, opfern unseren Schlagninja und den gegnerischen ersten Drachen. Und dann können wir Ninja des weißen Drachen von unserem Deck beschwören. 2700. Übrigens, Ninjutsu-Kunst, Zauber und Fallen können nicht zerstört werden. Das bedeutet also, da haben wir schon mal ein bisschen so eine Absicherung. Maskierter Ninja Ebisu rufen wir auch noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Battle-Phase, greifen an mit unserem weißen, dann mit unserem maskierten und dann in der Battle-Phase können wir natürlich noch unsere Fallenkarte aktivieren, Ninjutsu Kunst der Verwandlung, opfern Ebisu und rufen Finsterer Simorg. Der kann dann natürlich, da wir uns in der Battle-Phase befinden, auch nochmal angreifen mit 2700. Wir haben auch beide 2,7, ne? Also beide Monster, die man mit der Falle beschwört, haben beide genau gleich viele Angriffspunkte. Und jetzt ist das Ding eigentlich so gut wie durch. Ich will einmal schauen, was könnten wir beschwören. Oh, 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 okay. Ja, gut. Das ist natürlich auch sehr cool. Das muss ich machen. Wir bilden das Überlagerungsnetzwerk für einen Rang 7 Xyz-Monster. Und zwar Mecha Phantom Ungeheuer Drachusak. Und natürlich benutzen wir seinen Effekt, meine Damen und Herren. Natürlich hängen wir Finsterer Simorg ab. Und natürlich beschwören wir zwei Mecha Phantom Ungeheuer Spielmarken im Verteidigungsmodus. Oh Junge, die Karte zu sehen, das weckt Erinnerung. Das waren Zeiten. Aber gut, Endphase. Das war mal eine 130-Euro-Karte, ne? Wie ich nochmal gesagt habe. So. Mal gucken, was der gute Marcel dem entgegenzusetzen hat. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Er beendet seinen Zug. Und dann, ja, nochmal Safe Zone, gut.
Gehen wir in die Battle-Phase. Und greifen an. Und da befindet sich ein Zombie-Drache. Und wir beenden unseren Zug. Ja, man muss sagen, hätte ich beide Beatsticks, dann hätte ich jetzt immerhin angreifen können. Aber egal. Drachusag, coole Karte. Und bietet natürlich auch Schutz, ne? Denn solange wir Token kontrollieren, kann er nicht zerstört werden. Herz des Unterlegenen. Endphase. Okay. Jetzt bitte ein Monster ziehen. Dimensionsgefängnis. Okay. Gut, so viel dazu. Egal, wir greifen an mit Drachusag. Leider kann ich in dem Zug, in dem ich mit ihm angreife, keine Karte zerstören. Sonst könnte ich halt sein Herz des Unterlegenen zerstören. Aber er wird jetzt nicht mit einem Herz des Unterlegenen innerhalb von einer einzigen Draw-Phase die komplette Exodia ziehen. Das wird nicht passieren. Okay, Herz des Unterlegenen, Alexandrit-Drache. Herz des Unterlegenen. Okay. Herz des Unterlegenen. Es geht gar nicht, weil er hat ja mal mindestens noch zwei weitere Kopien von Herz des Unterlegenen im Deck. Elfenzwillinge. Und vor allem, solange er nur normale Monster nachzieht, die sind ja nicht gefährlich für uns. Was soll er machen? Er zieht ja nur Beatsticks nach und er kann ja nur einen davon beschwören. So, deshalb, alles in bester Ordnung. Alles in bester Ordnung. Er wird jetzt nicht die komplette Exodia ziehen. Okay. Junge, jetzt wird's aber langsam, jetzt wird's aber langsam ein bisschen krass, ne, muss man sagen. Exodia, also der Kopf ist ja auch ein Effektmonster. Also der Kopf muss nur über allen anderen Teilen im Deck liegen und seine Strategie funktioniert schon nicht mehr. Also jetzt mach mich aber nicht schwach hier. Ey, Digga, Bro, reicht doch jetzt. Okay, Standby. So, er wird aber nicht viel machen können, weil er hat einfach nur normale Monster auf der Hand. Er beschwört seinen Kionchi-Meister und das war's jetzt auch. Okay, Fusion. Wir rufen wieder den ersten Drachen. Das ist aber natürlich absolut kein Problem für uns. Denn wir sind vorbereitet mit dem Dimensionsgefängnis und der Macht des Spiegels, meine Damen und Herren. Drachenhornjägerin. Battle-Phase. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, die Macht des Spiegels. Boom. So und nicht anders. Jetzt muss er relativ viel abwerfen. Weil wir haben natürlich ein Hand-Size-Limit von 6 Karten. Und an der Stelle, Mecha Phantom Beast Dracosack, beende dieses Duell. Boom. Ganz entspannt, meine Damen und Herren. Ja, ich muss sagen, beim letzten Zug von ihm wurde es nochmal spannend. Aber das war auf jeden Fall ein chilliges 2-0. Marcel wäre damit in die Schranken gewiesen und wir werden sehen, wer der nächste Gegner sein wird bei den GX-Challenges. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert eure Geräte-Zauberkarte, den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.